wieder soweit. Bei mir sind einige Sachen leer gegangen und die ist voll genug, die Tüte. Ja, das ist immer noch dieselbe Tüte. Die habe ich jetzt echt schon ein paar Jahre oder so. Hat sich noch nicht aufgelöst. Ja, was da drin ist, erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco und ich würde sagen, wir legen am besten gleich los. Wir haben viel vor. Ketozolin kann ich empfehlen. Ist ein Standard-Shampoo, was ich immer da haben muss. Ist medizinisch, ist nicht vegan. Oder ich denke mal, dass es nicht vegan ist, weiß ich nicht. Das ist medizinisch, wie gesagt, das verwendet man, wenn man mit der Kopfhaut Probleme hat, sprich in Richtung Pilzinfektion geht. Und ich wende das gerade zweimal die Woche wieder an. Ich habe das immer zu Hause. Das geht gar nicht anders. Also wenn es wieder leer geht, dann kaufe ich es direkt wieder nach. Mal brauche ich es mehr, mal brauche ich es weniger. Jetzt ist gerade wieder so eine Phase. Bei mir hat es angefangen dann mit Haarausfall, aber richtig starkem, weil es der Kopf halt auch nicht gut ging. Oder ihr geht es immer noch nicht einwandfrei gut. Das ist für mich immer ein Zeichen. Dann muss ich das wieder ein bisschen mehr anwenden. Und ich verwende es gerade zweimal die Woche. Also ich wasche alle 3 bis 4 Tage. Mir bleibt gerade nichts anderes übrig. Meiner Kopfhaut geht es gerade gar nicht gut. Was auch leer gegangen ist, ist die Pink Cream. Ich mochte sie, würde sie mir aber nicht nachkaufen. Das muss ich explizit sagen. Was mir an der Tube diesmal aufgefallen ist, da war sehr viel Luft drin. Die bieten auf der Homepage diese Schlüssel kostenfrei an. Das setzt man im Falz an und kann dann nach unten drehen sozusagen. Das habe ich zum ersten Mal vor Jahren mal beim Friseur gesehen. Ich habe ja regelmäßig Haare färben lassen. Und da hatten die auch diese Schlüssel und haben ihre Metalltuben leer gedreht, weil Farbtuben sind ja auch Metalltuben. Ganz wichtig, wenn du das wegschmeißt, das mache ich jetzt dann gleich auch, der Plastikdeckel muss weg, weil die Sortieranlagen mögen das nicht, wenn dann die Plastikdeckel auf den Tuben noch drauf sind. Na, also das wirklich dann voneinander trennen und klar die Verpackung so oder so. Dann habe ich leer gemacht. Da habe ich jetzt nur das Kopfhörnchen. Da ist die Flasche. Das Serum, das mochte ich echt gerne, muss ich sagen. Es gibt nicht viele Serien, wo ich sage, das kaufe ich mir nach. Das hat sehr gut für mich funktioniert. Momentan bin ich ausgelastet, was offene Produkte betrifft. Du hast wahrscheinlich mein Video gesehen. Und das ist tatsächlich leer gegangen. Wie gesagt, ich würde es mir nachkaufen. Ich fand das super gut für meine Haut. Das hat echt gut funktioniert. Und mal schauen. Mal schauen, so was die Zeit so gibt. Dann habe ich leer gemacht. Mit dem Produkt hatte ich regelmäßig Struggle. Also am Anfang hat es mir richtig gut gefallen. Das ist ein Gesichtswasser mit Wirkstoff. Das gab es zu dem Zeitpunkt, als das rausgekommen ist, nicht so viel. Und das war eins der ersten. Und Q&A ist halt eben auch eine Brand, die komplett ohne Duftstoffe arbeitet, aber ab und zu mal Produkte hat, wo Mikroplastik drin ist. Ich habe relativ lange gebraucht, das dann leer zu machen, weil dann andere Produkte dazugekommen sind mit Niacinamid. Also es ist dann immer mehr geworden in der Drogerie. Man hat dann gemerkt, man hat dann nicht mehr so Bock, das zu verwenden. Würde ich mir so auch nicht nachkaufen. Absolut nicht. War auch ziemlich teuer, um es deutlich zu sagen. Diese Reihe liebe ich und auch die großen Sonnencremes mag ich echt gerne. Ich habe jetzt eine zum Sprühen, die ist mindestens genauso gut. Und die kaufe ich jedes Jahr nach. Jetzt rede ich ganz großkotzig, weil jetzt habe ich es zum zweiten Mal nachgekauft. Ja, jedes Jahr. Aber ich werde es auch im nächsten Jahr wieder kaufen. Ich mag die total gerne und Preis-Leistung ist einfach echt super. So, Isana hat das Öl überarbeitet. Und das werde ich mir als nächstes dann auch holen. Keine Duftstoffe mehr drin. Die Version hat noch nach Pets-Himbeer gerochen. Habe ich ja immer gesagt, ruf für Rose. Also nach Rose riecht es für mich nicht. Und ich fand halt diesen Duft immer so richtig unangenehm.
Und ich liebe die Öle. Das ist halt die mildeste Variante, wie du dein Gesicht reinigen kannst. Das von Balea ist noch ein bisschen dicker. Das mag ich mehr als das. Aber die nehmen sich beide nicht so wirklich viel, finde ich. Und es ist eine günstige Variante, sich wirklich zu reinigen. Wir haben leider jetzt eine kleine Hintergrundgeräuschkulisse, aber ich habe jetzt das Fenster zugemacht. So ist das halt, ne? Machen wir weiter. Das ist leider wirklich teurer geworden. Ich bin echt baff gewesen. Ich habe die Woche mal auf der Homepage geguckt. 20 Cent teurer geworden. 99 Cent vorher, jetzt kostet es 1,19. Das ist immer noch ein echt gutes Produkt. Ich muss es mal mit dem von Balea jetzt vom Preis her vergleichen, weil das Balea-Waschstück ist ein bisschen größer. Und wenn das Balea-Waschstück jetzt nicht vom Preis her unterschiedlich ist, würde ich mir tatsächlich jetzt erstmal die von Balea kaufen, weil die waren halt preislich einfach ein bisschen günstiger und schöner. Ich fand sie halt auch schöner. Und durch das, dass ich da nicht so regelmäßig rankomme, ich vergleiche es jetzt mal mit dem von Balea. Wie gesagt, das nimmt sich nicht wirklich viel. Das fand ich noch einen Ticken besser, aber es ist halt jetzt auch 20 Cent teurer geworden. Was wird gerade nicht teurer? Leer gemacht habe ich auch die Nachtcreme. Sie war für mich jetzt keine absolute Enttäuschung. Und hier gab es ja so das Skandelchen, kann man sagen. Hier wird mit Retinol beworben, ist aber kein Retinol drin. Ich tue es jetzt nicht wieder rein. Bakuchiol ist aber drin. Ich fand sie halt recht reichhaltig. Für mich hat sie jetzt nicht mega mäßig viel gemacht. Ich wollte sie halt einfach ausprobieren und gucken, was kann die Exportreihe. War ganz okay. Nachkaufprodukt ist es definitiv keins. Da bin ich ja ein großer Fan von der Balea Med Ultrasensitive Reihe. Dann habe ich, oh Gott, die Sachen sind auch schon noch ein Weilchen drin. Das ist auch richtig gut. Zu einem Zeitpunkt hat es noch 4,99 gekostet. Was es jetzt kostet, weiß ich nicht. Ist ein bisschen teurer als die Öle. Also wo ich gerade das von Rossmann auch gezeigt habe. Aber wer es mehr in Richtung Balm mag, der sollte sich das mal angucken. Funktioniert nicht auf jedem Hauttyp. Der Leon hatte damals Probleme damit. Aber probier es trotzdem mal aus. Ich mag's. Das ist wirklich schon alles ein bisschen länger drin. Die Sika-Creme gibt es, glaube ich, jetzt nach heutigem Stand nicht mehr. Ich fand die jetzt auch nicht unwahrscheinlich gut. Jetzt ist eine Sika-Creme rausgekommen von der Balea Med-Reihe. Die kannst du dir mal angucken. Davon wird es ein einzelnes Video geben. Ich werde eine Review-Woche machen. Wann die genau stattfindet, weiß ich noch nicht. Aber gibt es eh nicht mehr. Ne? Und preislich gesehen war das gar nicht so günstig. Kleines Kübchen da. Das habe ich mir nachgekauft und wenn ich mir Produkte nachkaufe, dann bedeutet das sehr, sehr viel, weil ich probiere viel rum, weil ich eben auch das ein oder andere vorstellen möchte und wenn mich Produkte wirklich überzeugen und das hat mich überzeugt, meine Haut kommt halt echt gut auf AHA, klar, vor allem kann ich das regelmäßig anwenden, sollte man wirklich, wenn man es nicht gewöhnt ist, echt einschleichen, weil das ist eine Säure und da ist eine Säure drin. Auch wenn es vom pH-Wert nicht so krass ist und man es runterwäscht wieder, trotzdem, wer sowas anwendet, Sonnenschutz, Sonnenschutz, Sonnenschutz. Ich sage es immer wieder, ne? Also wer mit Säuren experimentiert. Und nein, die Haut gewöhnt sich nicht dran. Wenn du das nicht verträgst, bedeutet das, dass es zu oft angewandt hast. Schleich sowas ein. Na, also wirklich in die Pflege einschleichen. Wenn du gleich mit jedem Tag und am besten noch morgens und abends einsteigst, kann sein, dass deine Haut echt krass reagiert. Und diesen Zustand darfst du nicht aufrechterhalten. Wieder ausschleichen oder am besten, wenn deine Haut richtig krass reagiert hat, absetzen und dann langsam einschleichen. Und gucken, an was du drehen kannst. Nimmst du vielleicht Duftstoffe in deiner Routine? Hast du eine recht ruppige Reinigung? Da muss man halt immer so ein bisschen drauf achten. Denn die Haut reagiert irgendwann, ja. Aber wenn du das verträgst, dass du es jeden Tag anwenden kannst, mach's. Sei aber vorsichtig, wenn du nicht mit Säuren, wenn du keine Erfahrung mit Säuren hast, so am besten. Habe ich auch einzeln vorgestellt, das kannst du dir mal angucken. Maniacinamid von Leon ist endlich leer geworden.
Das werde ich mir anhand eines Wirkstoffes, das ist kein Wirkstoff, das ist ein Inhaltsstoff, anhand eines schwer abbaubaren Inhaltsstoffs nicht mehr kaufen. Und jetzt fällt mir der Name von dem Inhaltsstoff gerade nicht ein, aber den hatte ich damals, Carbomer, genau. Ein Kalter, hier ist ein Carbomer drin, das macht das Produkt höchstwahrscheinlich stabil, es ist kein Wirkstoff. Und ich sehe es halt so, es ist nicht notwendig, Carbomere zu verwenden. Das muss nicht sein. Also ich selber achte darauf und deswegen ist für mich das Produkt kein Nachkaufprodukt mehr. Es gibt inzwischen auch so tolle Niacinamid-Produkte in der Drogerie, dass man es so in der Form nicht unbedingt braucht. Ich würde es aber nicht schlecht machen, denn ich fand es auch gut irgendwo. Ne? Es hat sich leicht auftragen lassen. Und die Produkte von Leon sind eh sehr gut durchdacht. Ich habe aber echt lange dafür gebraucht, muss ich sagen. Also es hat wirklich lange gehalten. Diese Gesichtswasser-Geschichten, die sind überarbeitet worden, die sehen jetzt anders aus. Immer wenn DM hergeht und die Verpackungen ändert, dann ist es so, dass sich auch was am Produkt ändert. Ich habe jetzt das neue Produkt noch nicht verwendet, bin da jetzt nicht so megamäßig scharf drauf. Das habe ich hauptsächlich auch auf der Kopfhaut angewandt. Das geht tatsächlich. Und die Ultrasensitive-Reihe ist eh sehr gut. Also es performen nicht alle Produkte unwahrscheinlich gut. Für mich war das okay. Dann habe ich leer gemacht, aber eigentlich hauptsächlich leider ausgeschüttet aus Versehen, weil ich bin so ein, ich mache ganz oft bei Flaschen diesen hier, kennt ihr das? Und dann steht so da und ich habe es halt einfach umgekippt und dann war es halb leer und auf meinem Boden verteilt. Mein Gott, habe ich geschimpft. Aber okay, ich habe es dann nicht im Gesicht angewandt, sondern am Körper, weil das halt schon relativ alt war dann und ich immer wieder am Produkt gerochen habe. Also da wirklich drauf achten, kranzige Sachen nicht mehr auf auftragen, wegschmeißen. Das ist nicht gut für die Haut. Und das muss ich bei so Ölen halt echt immer sagen. Ich glaube, ich werde mir jetzt so ein Jojobaöl mal holen, was ich auch auf der Kopfhaut ein bisschen anwenden möchte. Aber da möchte ich noch schauen. Da möchte ich eben noch gucken, weil momentan brauche ich es nicht notgedrungen. Und das von Face Theory, da habe ich auch schon länger nicht mehr bestellt, muss ich mal wieder bestellen. War okay. Die halbe Packung, die andere Hälfte habe ich ja weggeschmissen. Aus Versehen. Die 025 habe ich leer gemacht. Da bin ich schon so ein bisschen stolz drauf. Denn ich habe ja schon einige Parfums und das ist leer. Schön, oder? Da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Ich habe allerdings den Duft irgendwann nicht mehr gerochen, weil ich ihn so oft angewandt habe. Ich habe mich da so krass dran gewöhnt. Ich habe vor kurzem in der Apotheke eine Probe gekriegt. Und die hat für mich aber nicht funktioniert. Ich wollte mal was anderes verwenden, wie das Ketozolin. Man sieht es nicht. Das ist Isdin, heißt die Marke. Meine Haare waren richtig blöd danach. Von der Kopfhaut her war es in Ordnung, aber meine Haare waren saublöd. Und wenn du das dann das musst du sogar dreimal die Woche anwenden. Wenn du bei dreimaliger Anwendung jedes Mal beschissene Haare hast, da habe ich dann keinen Bock, das regelmäßig anzuwenden. Das kennt ihr wahrscheinlich. Beste Zahncreme von Welt, wo gibt? Die kaufe ich mir immer wieder nach. Die ist ein bisschen teurer, schmeckt aber wie Eisbonbons im Mund. Polar Punch heißt das Ding. Die war aber früher ein bisschen intensiver, muss ich auch sagen. Also dieses, dass man immer einen frischen Atem hat, das macht sie inzwischen nicht mehr. Aber ich mag den Geschmack von ihr echt gerne. Und sie tut ihren Job, gibt's im DM. Der Karton ist, glaube ich, so eine braune Packung. Bin ich mir aber jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig sicher. Also kostet ein bisschen mehr wie die Standard-Zahncreme, aber die sind halt mega gut. Ausgetauscht habe ich die Alverde Mascara. Mascara tue ich mich immer noch schwer, weil ich möchte natürlich auf das Thema Mikroplastik achten. Und jede Mascara, die gängig ist und irgendwelchen Halt verspricht und mehr Volumen und so, da ist Flüssigplastik dran. Ja, also das ist halt nicht gut. Und ich verwende keine Wattepads, sprich ich schminke mir das nicht ab und schmeiße es weg,
sondern ich habe halt so Stoffpads, ne, und das tusche dann alles schön ins Wasser spülen und das ist natürlich nicht so geil. Und die Vertipads-Variante, die mache ich nicht mehr. Also das braucht ja genauso viel Müll. Deswegen greife ich meistens immer zu so Naturkosmetik-Marken, weil die dürfen es von vornherein nicht in ihre Produkte packen. Allerdings performen solche Sachen halt nie so hundertprozentig gut. Wie der Altera Eyeliner. Mit dem hatte ich von vornherein immer Probleme. Da habe ich von Lavera. Der ist viel besser, aber der Altera, den werde ich mir nie wieder nachkaufen. Der war auch nicht schwarz, sondern grau. Und dann habe ich mich da echt schwer getan mit dem Auftragen. Also, das Pinselchen franzt ein bisschen aus, ist zu dick. Ist nicht mein Ding. Und trocknen tat er auch relativ schlecht. Noch ein No-Produkt, also es ist wirklich für Skincare leer gegangen. Das Hyaluronserum. Ich mag die No-Produkte echt gerne, aber die allerwenigsten Produkte schaffen es bei mir ein zweites Mal in die Routine, weil sie dann einfach nicht zu sehr überzeugen. Und das Hyaluron-Produkt, das hat für mich gar nichts getan. Ich habe kurz danach auch das Video von Marek und Maggie angeguckt, wo es halt darum ging, was bringen eigentlich so Hyaluronarten mit verschiedenen Molekülgrößen? Im Endeffekt ist das egal. Wenn es dir hilft, dann ist das cool. Aber diese Moleküle bringen dir einfach nicht wirklich viel. Und zum Teil, und das habe ich von einigen Leuten gehört, gibt es da eben auch Hautreizungen. Hier ist ein ganz interessantes drin. Und auch das hat bei mir jetzt keine Auswirkungen gezeigt. Also würde ich mir in der Form echt nicht mehr nachkaufen, dafür ist es halt einfach zu teuer und da gibt es für mich bessere Hyaluronseren. So, letztes Produkt, das ist hier wirklich schon eine Weile drin. Das ist die Visan Sonnencreme gewesen fürs Gesicht. Ich habe hier ein bisschen gesammelt, muss man schon sagen. Wenn ich gegen Winter nichts Gescheites finde, würde ich auf so eine Geschichte wieder zurückgreifen, weil die gibt es das ganze Jahr. Denn Rossmann tut ja diese Gesichtssonnencremes aus dem Sortiment raus, wenn es Herbst-Winter ist, was ich total unsinnig finde, aber gut. Also würde ich irgendwie auf die zurückgreifen wieder. Die mag ich ganz gerne und die ist in Ordnung. Ah, ist schon leer. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass wir das so schnell hinkriegen. Kennt ihr Produkte? Habt ihr Produkte schon ausprobiert? Das hier, 20 Cent mehr, tut halt schon ein bisschen weh. Die halten auch nicht so lange wie die von Balea. Deswegen denke ich, dass ich zu der von Balea zurückgreifen werde. Also mal gucken. Ich muss mal gleich gucken und Preisvergleich machen. Ich sage danke fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!